Morgen. Moin. Rosbash. Günaydın. Merhaba. Sabah al-khair. Buenos dias. Und auf jegliche andere Sprache. Guten Morgen. Also, ich hoffe, es geht euch gut bei diesem wahnsinnigen Wetter. Ich bin kurz davor, behindert zu werden, weil es einfach viel zu warm ist. Aber egal, wir halten durch, wir ziehen durch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin live gekommen, um das Geheimnis aufzudecken, was der letzte Post sollte. Wo wir vor dem Gerichtssaal standen. Und zwar, wir müssen uns hier an eine Sache halten, ne? Ich meine, ich würde schon. Aber das hätte zur Folge, dass man vielleicht diesen Stream unterbrechen könnte oder sperren könnte. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Weil was ich euch jetzt erzählen werde, grenzt an der absoluten, also wenn ich euch nur erzähle, dann werdet ihr schwer glauben, weil ihr hättet es sehen müssen. Ihr hättet es sehen müssen, um es zu glauben, was in diesem Gericht passiert ist. Okay? Also, warum ich bei diesem Gericht war, müsste eigentlich jedem von euch klar sein, ne? Es ging um eine Sache, die sich ungefähr vor einem Jahr zugetragen hatte, wo da Familienangehörige von mir beleidigt wurden im Internet, ne? Also ihr wisst ja, worum es geht. Und es kam der Tag dann des Gerichts. Okay? Was eigentlich schon cringe genug ist. Aber okay, es kam der Tag des Gerichts. Öffentliches Interesse. Ich sag euch, wie die Sache läuft. Die Sache läuft so. Ich sitze zu Hause, ich denke mir, Amenarim, es gibt sowieso Video. Ne? Es gibt sowieso Video. Von was reden wir hier? Weißt du, ich meine, wir reden hier von ein paar Backpfeifen. Okay? Kein Problem. Wenn ich heute wenigstens eine Kelle kriege, dann will ich wenigstens gut dabei aussehen. Also bin ich vorgestern, wie ein Löwe, morgens auf mein Motorrad gestiegen. Entschuldigung, auf Fatih Abis Motorrad. Meins wird übrigens immer noch umgebaut. Aber ich bin auf das Motorrad von Fatih Abi gestiegen. Hab mich Richtung Gelsenkirchen bewegt, bin ganz alleine mit Musik aufgechillt, bin zu Gelsenkirchen Amtsgericht gefahren. Ich komme da an, ich stell mein Motorrad genau vors Gericht, genau vor das Gerichtssaal. Die sollen alle sehen. Ich stelle mich dahin, ich sitz, rauche eine Zigarette. Mein Anwalt kommt, der sagt, hey, und wie geht's? Guten Morgen, ich so, guten Morgen, Muffat. Und wie sieht es heute aus? Da meint sie, ja, machen wir so, dies, das. Auf einmal gucke ich, voilà, um die Ecke Biest kommt. Mit Armee der Finsternis. Mit der Hayvanat kommt der. Mit großen, starken Leuten. Ich so, voilà. Voilà, wir sind hier bei Gericht. Wohin gehen wir hier? Zum Einzelkampf oder was? Okay, kein Problem. Der Fedat ruft mich an, der sagt, oh, wie sieht's aus, Bruder? Ich meine, so, ja, die sind gekommen hier, dies, das. Oder der ist mit sechs, sieben Leuten gekommen und so. Keine Ahnung. Aber nachher waren es dann doch nur vier, da waren noch andere drei, die gehörten dann nicht dazu. Auf jeden Fall, Fedat denkt sich, weißt du was? Ich komme. Fedat steht morgens auf, holt Belegschaft aus Duisburg, Belegschaft aus Gelsenkirchen, war sowieso schon vor Ort. So, auf jeden Fall, mein Anwalt sagt, sollen wir hochgehen oder sollen wir auf die Jungs warten? Ich sage, Wallah, komm, wir gehen hoch oder unsere Eier reden in diesem Gericht. Komm, wir gehen hoch. Die hatten alle diese Corona-Maske auf. Okay? Hä? Wir gehen hoch. Wir gehen in den Gerichtssaal rein. Wir setzen uns hin. Mein Anwalt sagt, guck mal, wir hören, was die Staatsanwaltschaft anklagt. Ne? Wir hören erstmal, was die Staatsanwaltschaft anklagt.
Und dann entscheiden wir weiter, was wir machen. Ich so, okay, gut. Der Staatsanwaltschaft steht auf, ja, Herr Zwellmann, ihm wird zur Last gelegt, dass sie am so und so vielten nach Gelsenkirchen ins Studio gefahren sind und da und da auf den Geschädigten, wie das heißt, den da aufgelauert haben und den da attackiert haben mit mehreren Mann. Das wirft die Staatsanwaltschaft mir vor, okay? Ich denke mir so, komm, Frau Vorsitzende, komm, machen wir das Ganze kurz hier, ich muss nach Hause, das Frühstück wird kalt, ne? Ich war's. Wallah, ich hab gemacht. Wallah, ich hab gemacht. Ich hab gemacht. Ja. Ich hab gemacht. Was? Wir brauchen gar nicht lange reden, wir brauchen gar nicht weiter hier rummachen. Ich hab gemacht. So. Sagt die Richterin, okay. Wer waren denn ihre Begleitpersonen, die auch auf dem Video zu sehen sind? Keine Aussage. Wer hat denn das Video gefilmt? Keine Aussage. Wie sind sie zum Tatort gekommen? Wie haben sie was gemacht? Keine Aussage. Okay? So, ich meine so, ich habe gehauen, das was man auf dem Video sieht und so wie angeklagt, ich habe gehauen. So ganz einfach und ich habe das einfach gemacht. Ja, aber warum haben sie das gemacht? Keine Aussage. Keine Aussage. Dann mein Anwalt sagt, Frau Vorsitzende, wenn Sie recherchiert haben, dann werden Sie ja gesehen haben, dass es im Vorfeld auch schon was passiert ist. Und zwar, dass die Ehefrau meines Mandanten massivst im Internet beleidigt wurde. Und es gibt auch ein Video, da wo er aufgefordert, da wo gesagt wurde, ey, ich komme in deine Stadt und ich mach dies und ich mach das. Und das, also das Video kennt ihr alle, weißt du? Ich komme in deine Stadt, ich mach dies, ich mach das. So, die Frau Vorsitzende zu mir. Herr Zwellmann, stimmt das so? Haben Sie sich durch den hier anwesenden Herrn bedroht gefühlt? Ich so, keine Aussage. Keine Aussage. Keine Aussage. Die Richterin so, ja, okay, wenn Sie keine Aussage machen, ich muss Sie aber darüber belehren, dass das strafmindernde Umstände schaffen kann für Sie, Herr Zwellmann. Deswegen überlegen Sie sich genau, ob Sie hier Angaben machen wollen. Keine Aussage. Einfach keine Aussage. So. Gut. Jetzt mein Anwalt sagt, guck mal, um das Ganze hier abzukürzen, ich möchte ein Rechtsgespräch mit der Staatsanwaltschaft. So, Rechtsgespräch bedeutet, so wie ich das verstanden habe, ich bin auch kein Fachmann, dass die Juristen unter sich kurz was besprechen, um dann irgendwie was auszumachen, so auf Juristendeutsch, und dann zu ihren Mandanten gehen und fragen, ob man sich so einigen kann, und dann geht das Ding schnell vonstatten. Jetzt gehen wir raus. Draußen sehe ich die Leute, die mit ihm gekommen sind. Ich meine so, ich kenne die auf einmal. Das sind bekannte Leute. Jetzt sind die Corona-Masken ab. Ich gucke sie, ich meine so, ich kenne euch doch. So, dann heißt das, Manuelsen, voilà, können wir kurz mit dir reden? Ich sage, kein Problem, lass reden. Ich gehe mit einem von den Leuten, die mit ihm gekommen sind, gehe ich um die Ecke. Ich sag so, ja bitte, sagen die, Rallas, wir haben mit denen geredet und guck mal, der will nicht, dass du hier verknackt wirst. Alle, so geht rein, vertragt euch, wir machen so unter uns, wir sagen so, Rallas, das war nix, war Kleinigkeit. Ich meine, so Strafe kriegst du, weil wegen Video und dies, das, aber so, wir machen so, dass das kein unter uns ist. Ich sag, guck mal, der muss sich um mich keine Sorgen machen, ne, der muss sich um mich keine Sorgen machen. Ne? Der soll sein Ding machen, der ist ja schon hier hingekommen. Ne? So, gehe ich in den Knast, ist mir scheißegal, auch kein Problem. Weißt du, wie ich meine? Der soll sich um mich aber keine Sorgen machen. Du sagst, Rallas, warum bist du so dickköpfig? Ich mache nicht dies, das. Dann mein Anwalt guckt mich an, sagt, Manuel, eigentlich, das ist ein gutes Gameplay. Lass mal gucken, lass mal so auf friedlich die Sache. So, wir sagen einfach so, ist nix, so Kleinigkeit, so Rallas, so dies und das und so. Und dann geht das Thema hier schnell vorbei. Ist okay, Anwalt, wenn Sie so sagen, dann machen wir das so.
gehen wir rein. Der Anwalt sagt so, ja, also mein Anwalt sagt, ja, das war alles so eine Kleinigkeit, ist nichts gewesen und so. Mein Mandant sieht ein, dass es auch eine Kurzschlussreaktion war und tut ihm leid und dies, das und tralali. Jetzt kommt er rein. Zeugenverhörung. Weil er kam mit dem Anwalt, er hatte den Anwalt von dem anderen dabei, von seinem Kollegen dabei, aus Berlin. Er kam mit seinem Anwalt. Ich so, voila, da hat sich aber einer ganz schön ins Zeug gelegt, ne? Hat sich aber hier einer ganz schön vorbereitet für einen Fall, wo es hier immer noch um drei Backpfeifen geht, okay? Ja, es geht hier nicht um einen Banküberfall oder über ein Tötungsdelikt. Es geht hier um drei Backpfeifen, okay? Typ extra angereist aus Berlin, Mashallah. Voila, der ist er gekommen. So, und jetzt kommt er in den Gerichtssaal rein, in den Zeugenstand. Sind Sie Herr so und so? Ja, bin ich. Sind Sie so und so? Wollen Sie Angaben machen zum Tatvorlauf? Ja, möchte ich. Okay. Hier möchte also tatsächlich jemand Angaben machen zum Tatverlauf. Okay, dann bin ich gespannt. So, das Popcorn geht los. Ja, ich habe alte Eltern, ich habe Geschwister, die alle haben gesehen, dieses Video, das ist nicht schön. Ich bin menschlich gekränkt, ich bin künstlerisch gekränkt, ich bin gekränkt und unter psychischem Druck habe ich gestanden und unter psychischem Druck nagelt mich darauf nicht fest, ich weiß nicht genau, aber ich glaube irgendwie sowas gehört zu haben. Auf jeden Fall so, ja, dann sind die gekommen, weil die auch gewusst haben, die sind mit mehreren gekommen, weil die gewusst haben, wenn die einzeln die Treppe hochkommen würden, dann würden die verlieren. Und wo ich die Fäuste hochgehoben habe, sind die auch wieder zurückgegangen und so, dies, das, ich so. So, ich sitz da, ich bin natürlich bei Gericht, ich bin auf entspannt, ich meine so, was haben die da? So, dann fängt er an, ja, wie krieg ich das zusammen? Er sagte so, ich stand da und hab dann am Telefon so getan. Ah, ich stand dann da, hab am Telefon so getan, als ob ich telefoniere und extra laut geredet, damit sie davon ausgehen, dass ich die Polizei rufe und dass sie dann eventuell von mir ablassen. Ich habe am Telefon so getan, als ob ich telefoniere und extra laut geredet, damit sie davon ausgehen, dass ich die Polizei rufe, damit sie von mir ablassen. So. Ich so, was schlicht und ergreifend eine Lüge ist, weil ich weiß genau, mit wem er telefoniert hat. Aber dazu später. Auf jeden Fall, ja, und dann sind die halt hochgekommen und den ersten Schlag hat der Zwellmann gemacht. Ich habe in seiner linken Hand ein Messer gesehen. Er soll in meiner linken Hand ein Messer gesehen haben. Und die Richterin so und weiter. Der meint so, ja, und dann deswegen habe ich mich vom Kampf abgewandt. Und wo die hochgekommen sind, den ersten Schlag hat Manuel gemacht. Also die ersten Schläge hat Manuel gemacht. Dann bin ich rückwärts gefallen, hab das Bewusstsein verloren, ne? Und bin aber davon überzeugt, dass er mit dem Messer auf meinen Kopf eingeschlagen hat. Also das, was er gerade probiert hat, der Richterin zu sagen, ist,
ein Versuch, ist versuchter Totschlag. So, ich guck meinen Anwalt an, so, ich gehe meinen Anwalt ans Ohr, so, ich ziehe ihn an dieser schwarzen Robe, die der trägt. Ich so, Herr Muffat, Walla, was sagt dieser Hundesunder, was sagt der? Walla, was sagt er da? Was sagt er da? Ich meinte, das stimmt nicht. Was sagt der? Der meint so, jetzt bleib ruhig. Ich meinte so, Herr Muffat, Walla, der, was sagt der da? So, der meint so, Mane, bitte bleib ruhig. Ich guck die Richterin an, die Richterin so, also, Sie sind sicher, dass der Herr Zwemmer mit einem Messer zugeschlagen hat? Der meint so, ja, ich bin mir relativ sehr sicher. Die Richterin so, sind Sie denn zum Arzt gegangen? Haben Sie Verletzungen gehabt? Der so, ja, mein Kopf war so ein bisschen rot. Ihr Kopf war ein bisschen rot? Der meint so, also ich glaube, wenn ich mir den Herr Zwemmer angucke, wenn er mit einem Messer zuschlagen würde, dann wären Ihre Verletzungen ein bisschen erheblicher gewesen, ne? So, der meint so, ja, aber Messer, dies, das. Was hier probiert wurde zu machen ist, ne? Er wollte mich einfach in den Knast bringen. Er wollte aus 3 Backpfeifen, wollte er aus meiner juristischen Denkweise, wollte er einen versuchten Totschlag machen. Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn du mit jemandem auf ein Messer losgehst und probierst, in den Kopf zu stechen, gilt das als versuchter Totschlag oder sogar Mord. So. Ich denk mir so, ich meine so, Herr Muffat, was sagt der da, ja? Was sagt der da? Ich meine so, weißt du was? Ich meine so, guck mal, diese Strafe nehme ich jetzt mit mir, ne? Voila, ich fick den jetzt. Ich meine so, ich spring jetzt über den Tisch, ich baller den einfach hier vor Gericht eine rein. Ich meine, dann gehe ich in den Knast, kein Problem. Aber was probiert ihr hier gerade? Mein Anwalt sagt, bitte bleib ruhig. Ich so, okay, ich setze mich wieder hin, so, ich guck's auf den Tisch, ich meine so, das kann der nicht ernst meinen. So, einfach sagen, der hat mit dem Messer auf meinen Kopf geschlagen. Auf jeden Fall fängt er dann noch an zu labern, ich krieg einen Hassanfall. Ich so, okay. Dann kommen die anderen zwei Jungs, also diese anderen beiden Jungs, die da auch Teil von sind, die kommen in den Gerichtssaal rein. Und muss ich ganz ehrlich sagen, korrekt. Die sind gekommen, die haben das ausgesagt, was auf dem Video auch zu sehen ist. Die haben gesagt, was auf dem Video zu sehen ist und wo ich sowieso schon geständig in der ersten Minute war. In der ersten Minute, wo ich schon geständig war, die haben genau das ausgesagt und die haben gesagt, Messer, haben wir nicht gesehen. Anne, so, weiß ich meine, korrekt ist korrekt. Die beiden sind dann aus dem Zeugenstand raus, sagen, danke, haben sie ausgegangen, nein, Dankeschön, okay, gut. So, auf jeden Fall, dann wollen die sich zurückziehen zur Urteilverkündung. Anne, jeder normale Mensch, der andere, Vollaussage. Gott weiß, was er dann noch alles erzählt hat. Ja, die Videos müssen gelöscht werden und ich bin da hinterher und dies, das. Mein Anwalt sagt, guck mal, so, wir sind sogar noch so korrekt, wir gucken, was in unserer Macht ist und dann gucken wir, dass diese Videos von dieser Geschichte gelöscht werden. Weißt du, wie ich meine? Also, was in unserer Macht ist. Also, ich bin nicht der Boss vom Internet, aber man, so, was in unserer Macht ist, könnten wir uns dafür bemühen, dass das gelöscht wird, weil es ist auch eine unschöne Sache. Das habe ich aber auch schon im Interviews gesagt vorher. Also ohne Gericht und ohne, ich hab da schon gesagt nach dem Motto, was da passiert ist, ist eigentlich eine Schande. Das muss nicht sein vor Kamera und dann so, dies, das. Aber manchmal im Leben wird dann halt einfach keine andere Wahl gelassen. Versteht ihr? Aber das zur Seite jetzt. Auf jeden Fall, die ziehen sich zurück zur Urteilverkündung. Ich denke mir jetzt, was weiß ich, 90 Tagessätze, dies, das, tralala oder irgendwie so einen anderen Driss, keine Ahnung. Auf einmal der Staatsanwalt, der meint ernst, der meint so, ja, also, ich würde sie am liebsten für 1,3 Jahre ins Gefängnis schicken. So. Ist so. Du willst mich für eine Backpfeife, also ich denk mir, ne, ich meine, du willst mich für eine Backpfeife ins Gefängnis schicken, meine ich so? Hä? Für eine Backpfeife ins Gefängnis? Der so, ja, aber man könnte das hier nochmal zur Bewährung aussetzen. Ich so, ach Wallah, könnte man. Mashallah, Alek, Wallah, Dankeschön.
Mein Anwalt sagt so, ja, das ist ein bisschen viel. Man kann vom Geringsten ausgehen, Geldstrafe, aber weil es eine vermeintlich gemeinschaftliche Körperverletzung war, obwohl nur ausgesagt wurde, dass ich geschlagen habe, aber naja, whatever. Bla bla bla, diese ganze Rechtskacke. Auf einmal, auf jeden Fall sagt die Richterin dann, okay, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Ich verknacke sie hiermit zu ein Jahr auf 3 Jahre Bewährung. Mein Anwalt so, Mann, bleib ruhig. Wir wollten erstmal nur Bewährung hier abholen. Das haben wir geschafft. Jetzt gehen wir in die nächste Instanz. Ich so, okay, alles gut, schön. Dann die Richterin erklärt das auch. Die sagt, gucken Sie mal, wenn Sie da alleine vor Ort gewesen wären, dann hätten wir über was ganz anderes geredet. Wenn Sie hier Angaben gemacht hätten zu den Mittätern, dann hätten wir auch hier über was anderes geredet, ne? Oder wenn Sie hier irgendetwas geschildert hätten zum Tathergang, was zu Ihren Gunsten wäre, hätten wir hier auch anders geredet, ne? Aber da das halt so ist, gehe ich auf drei Jahre Bewährung wegen 3 Backpfeifen. Wegen 3 Backpfeifen. Ist so egal. Nehmen wir mit auf meine Eier. Frau Richterin, Dankeschön, Dankeschön. Salamu alaikum. Gehe ich raus. Ich denke mir jetzt, ne? Ich meine so, ich habe noch was vergessen. Wo diese besagte Person im Zeugenstand saß und gesagt hat so, ja, und der hat so gemacht und dann ist so und so passiert und dann auch noch das und dann hat er auch noch so und dann hat er auch noch das. Und dann hat er auch noch das und dann hat er auch noch er ja bei dann hat er auch noch das, dann sagt die Richterin so, weil die Richterin ist ja auch nicht blöd, weißt du, wie ich meine, die sagt, hören Sie mal zu, waren Sie nicht 10 Jahre lang befreundet mit dem Angeklagten hier? Und dann sagt er noch, nein, sogar mehr als 10 Jahre. Und dann macht die Richterin so den hier so, okay, so nach dem Motto, guck mal, was du hier gerade machst, Fiddle. Also, nur, das muss man sich hier vorstellen. Es geht hier nicht, also, der wurde nicht angeschossen. Okay? Er wurde nicht angestochen. Wir haben nicht auf sein Familienhaus geschossen. Es geht hier um 3 Backpfeifen. Patsch, patsch, patsch. So. Also, so. Versteht ihr, was ich meine? Und die Richterin, man hat in den Augen der Richterin gesehen, so nach dem Motto, ey, was sitzt du hier, ne, und machst hier das voll, ja, ne, du erzählst dir die Vollgeschichte voll, du kennst den Mann 10 Jahre lang, hätte die das nicht unter euch klären können, so guckt die Richterin hier, so, also das denkt die Richterin. Der Staatsanwalt, der meint so auch so, hören Sie mal zu, ich bin eigentlich ein bisschen zu alt hier für die Kacke, so. Ich bin eigentlich ein bisschen zu alt hier für die Kacke, sagt er. Aber naja, komm, es muss halt hier geahndet werden. So, ey, Jungs, komm, hört auf. Auf jeden Fall, da haben wir uns das Ding abgeholt. Kein Problem, in Berufung gehen wir auch. Dann gucken wir mal, was die Berufung sagt. Aber ich sag euch eins. Und das Wichtigste ist Folgendes. Das Wichtigste ist, ich spreche jetzt zu jedem Hip-Hop-Artist in Deutschland. Zu jedem. Zu jedem Rap-Artist in Deutschland. Ne? Alles, was aus deren Label kommt. Und ihr wisst, was ich meine. Ich sag keine Namen, damit keiner hier mich hier wieder verklagen kann oder den Stream sperren oder dies und das. Alles, was aus deren Label kommt, ne? Egal, wen die von euch dissen oder mit wem die von euch Streit anfangen, ne? Oder auch an alle Shababs, die den Rücken von anderen Camps machen. Okay? Habt mit denen nichts zu tun, die wollen euch in den Knast bringen. Deren neue Strategie ist, guck mal, wir beefen nicht mehr, wir klären keine Sachen mehr an Tischen, so wie wir es seit 20 Jahren hier im Ruhrgebiet machen und wie es auch bestimmt seit 100 Jahren im Ruhrgebiet machen und seit 100 Jahren in Berlin und seit 100 Jahren in Frankfurt und seit 100 Jahren in Hamburg. So, wir klären unsere Sachen überall. So, ob wir im Recht oder im Unrecht sind, unsere Sachen werden an Tischen geklärt. Wir brauchen keine Gerichte. Okay? So,
Aber diese Jungs haben ihr Ansehen in unserer Gesellschaft, in unserer Community, jetzt nicht Gangster oder Rocker oder dies, das, Hip-Hop. Hip-Hop ist Straße. Und da können die Leute sich jetzt noch so schön hinsetzen und sagen, ja, was ist denn Straße? Ist Straße dies oder ist Straße das? Nein, Straße ist das. Unsere Sachen, so wie wir sie klären. Okay? Aber so, wie die sie klären, ist nicht mehr Straße. Die Leute sind nicht mehr von der Straße und die klären auch ihre Probleme nicht mehr mit der Straße. Das heißt, wenn ihr Palaver mit denen habt, die werden euch in den Knast bringen. Legt euch mit denen nicht mehr an, geht auf Beleidigungen, auf Provokationen von denen nicht mehr ein. Keiner von euch jungen Artists, die, auch wenn ihr noch so jung seid, ne, die sind kein Meter auf euren Level. Kein Meter. Kein Meter. Auch wenn ihr nur 5 Schallplatten verkauft habt oder Spotify-Streams, nur 1000 Streams die Woche habt, ne, aber irgendwelche Jungs seid von aus irgendwelchen Ecken von Deutschland, ne, guckt nicht zu denen rauf, wallah, die müssen zu euch raufgucken, weil diese Jungs sind nicht mehr Straße. Gebt euch mit denen nicht ab, das sind Pop-Leute, gebt euch mit denen nicht ab, achtet auf ihre Provokation nicht, wenn die wieder ein Album kommt und die wieder irgendwelche Leute dissen, achtet einfach nicht darauf, die wollen euch in den Knast bringen, weil das ist nämlich der neue Drip von denen. Die sagen, wir dissen und wir beleidigen und wenn die Leute dann uns Resonanz geben, dann klagen wir die an, sperren deren Streams, sperren deren Accounts, machen dies, machen das. Das ist der neue Drip von denen. Deswegen sage ich euch, bleibt immer cool. Wir haben uns eine kleine Kelle abgeholt, aber wir gucken noch, was abgeht. Auf jeden Fall, und wenn es so ist, kein Problem. Irgendeiner mit... Komm, das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Aber ich sage euch so viel, das sind die ekelhaftesten Menschen, die ich seit langem in der Hip-Hop-Szene gesehen habe. Seit langem. Scheiß auf die, wir gehen weiter. Haben wir uns eine Bewährung abgeholt, kein Problem. So, jetzt wisst ihr auch Bescheid. Und ich gehe jetzt erstmal die Sonne genießen ein bisschen. Ein bisschen Motorrad fahren, ein bisschen chillen. Und ja, wünsche ich euch einen guten Tag. Jetzt wisst ihr Bescheid.